Freunde, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Freunde, heute werden wir uns ein YouTube-Video reinziehen. Und zwar, das hat ein Typ gepostet, da werden die schönsten Strände in der Türkei abgebildet. Ich selber, ich war schon öfter in der Türkei. Und eigentlich war ich schon jetzt bei jedem Strand in der Türkei, also die ganzen Standarddinger da, wo jeder Tourist war. Antalya, Alanya, Bodrum etc. Ziehen wir uns den Shit direkt rein, Alter. Ich werde eine Story erzählen. Ich habe von einem Typen erfahren, der von Frankfurt für immer in die Türkei Nachdem die Türkei als deutsches Tourismusziel in den vergangenen Jahren rückläufige Zahlen verzeichnen musste, zeigte sich 2019, dass diese Krise endlich als überwunden gilt. Erstmalig wählten mehr Deutsche das Land am Schwarzen Meer für ihren Sommerurlaub als die Jahre zuvor, und die Urlaubergunst steigt. Und das auch aus gutem Grund. Schließlich kann die Türkei... Boah, ich hätte mal so Bock, wieder in die Türkei zu gehen, Alter, Mann. Ach, Corona. Kai, einige wirklich einzigartige Strände. Nicht schlecht. Dafür aber ein Selbstbewusstsein wie ein Supermodel. Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübsche. Die eigenen. Nope. Von denen ich euch zufälligerweise heute auch die 5 schönsten vorstellen werde. Zufälle gibt's. Und um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, geht's auch direkt los mit Platz 5, der Strand von İçmeler Marmaris. İçmeler Marmaris, okay, krass. Ich habe von dem Ort habe ich nur Positives gehört. Einer meiner engsten Freunde war schon öfter mit seiner Familie dort und hat mir erzählt, es soll richtig geil sein dort. Ich selber persönlich war noch nie dort. Ja, ziehen wir uns das mal rein. Halbkreisförmig zieht sich der goldbraune Sandstrand von İçmeler auf einer Länge von 1,4 Kilometern an der Küste der türkischen Ägäis entlang. Pinien, Palmen und Eukalyptusbäume säumen die Promenade hinter dem bis zu 20 Meter breiten Strandabschnitt. Der Sand ist mit kleinen Kieseln durchsetzt und hinter dem Ort befindet sich ein Sonnenschirm und ein Liegestuhlverleih. Während wahre Sonnenanbieter auf der Liege entspannen, entscheiden sich sportlich aktive Urlauber zur Teilnahme an einem Beachvolleyball. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Augenblick Hammer aus. Geil. Wow! Für eine Jetski-Tour oder für eine Fahrt auf dem Banana-Boat. Der Strand von İçmeler liegt nur wenige Kilometer südlich von Marmaris. Dieser Strand eignet sich also perfekt für die Anreise mit einem Mietwagen, welchen man auf dem 2 Gehminuten entfernten Parkplatz zurücklassen kann. Platz 4 belegt Ölüdeniz Beach in... Diese scheiß Kopfhörer. Oh Mann, die scheiße so... Platz 2, oder was hat er gesagt? Ja, Platz 2, Ölüdeniz Beach, heißt auf Deutsch Totes Meer, war ich auch noch nie, leider. Schauen wir mal an, sieht auf jeden Fall auch geil aus. Ölüdeniz. Hier, in der halbkreisförmig von Bergen umgebenen blauen Lagune von Ölüdeniz, erwartet euch eine wahre Postkartenidylle. Aquamarinblaues Wasser, duftende Pinien und eine fantastische Bergkulisse. All das macht den Strand zu einem der schönsten der gesamten Mittelmeerküste. Wie gern wäre ich jetzt dort, Alter. Wie gern. Die Lagune liegt rund 12 Kilometer von Fethiye entfernt und befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Genau da, wo die Ägäische See und das südliche Mittelmeer zusammentreffen. Ein Highlight an diesem Strand sind die Tandem-Gleitflüge, die angeboten werden. Nahe des Strandes, von einem Berg aus startend, ermöglichen sie einen einzigartigen Blick aus der... Leute, wenn ich das Bild so sehe, kann ich die Story gleich mal erzählen. Also, ihr seht so auf dem Bild da den ganzen Strand. Und es gibt auch bei jedem Strand gibt's so eine Hütte. Und bei der Hütte werden so die ganzen Wassersportarten angeboten, wie es gibt es, Alter, Jetski, Parasailing und der ganze Müll. Und da war ein Typ, der hat mir das angeboten. Es war sogar letztes Jahr im August, wo wir mit meinen ganzen Cousins im Urlaub waren. Ja, der hat gesagt, ja komm, habt ihr Bock auf Jetski fahren? Oder nee, das war sogar Bananenboot. Ich kann hier sogar in der Stelle kann ich ein Bild einblenden. Und der konnte so gut Deutsch, konnte richtig gut Deutsch. Ich habe mich gefragt, Alter, woher kann der so gut Deutsch? Der kann fast besser Deutsch als ich, Alter, was ist los? Dann hat er mir erzählt, der hat 20 Jahre in Frankfurt gewohnt, dass es richtig geil sein soll, weil, jetzt kommt der Punkt, wieso das richtig geil ist, das zu machen. Ich glaube, da verdient man jetzt als normaler Mitarbeiter nicht so viel Geld. Und da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, hey komm, ich gehe mal in den Urlaub, weil das, die Urlaubsdinger, da kosten einen Haufen Kohle, da kostet vielleicht... Eine Woche Anteile kostet 1000 Euro oder 500 Euro und Normalverdiener in der Türkei sehr schwer leisten, weil wenn man das so ausrechnet, zum Beispiel ein Normalverdiener, das ist so Tariflohn, in der Türkei heißt Asgari, genau,
Und ich weiß jetzt zwar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ungefähr 2000 türkische Lira ist es. Und das kann man aber nicht wie bei uns vergleichen, weil zum Beispiel, wenn der Urlaubsstand jetzt 500 Euro kostet, müsstest du das Euro in türkische Lira ausrechnen und 100 Euro macht. Ja, ich werde es dann irgendwie einblenden, das werde ich schon machen. Und das ist unmöglich, sowas zu zahlen. Für uns geht es klar, 500 Euro. Meistens verdienen Tariflohn 1500 Euro, 1600 Euro verdienen die und die können sich das locker leisten. Gibt es auch die ganzen Ingenieure und die ganzen Mehrverdiener, da braucht man nicht reden. Es ist, wenn du in der Türkei Kohle hast, dann bist du der Chief, Alter. Wenn du in der Türkei Geld hast, bist du der Killer. Geredet. Der Typ sagt zu mir, ja, ich war 20 Jahre Maurer in Frankfurt, Deutschland. Der hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, lohnt sich das, Alter, Mann? Ich verdiene so wenig Geld, muss so viel Miete zahlen. Sehe vielleicht einmal im Jahr bin ich am Strand, wenn überhaupt, wenn es überhaupt klappt. Arbeit, nach Hause, schlafen, Arbeit, nach Hause, schlafen. Das ist ganze Scheiße hier in Deutschland. Dann hat er eine Stellenausschreibung in der Türkei gesehen, angeboten. Beziehungsweise haben die eine Stellenausschreibung geschrieben, die suchen einen Wassersportleiter, der Deutsch kann und Türkisch kann und ein bisschen Englisch kann. Der Typ hat die Stelle gesehen, hat sich darauf beworben, da stand sogar 2000 Euro netto in der Türkei. Also der lebt in der Türkei und verdient Euro, das ist mega. Der wurde genommen, dann hat er mir erzählt, was für ein Leben er mit dem Geld in der Türkei hat. Also der Kerl verdient 2000 Euro. Der hatte ein Haus, 15 Meter vom Strand entfernt, also so voll die fette Villa. In der Türkei mal zurzeit, nee, also letztes Jahr war es glaube ich so der Kurs um 8 oder 9. 2000 mal, sagen wir mal 9, ist 18.000 Lira. Also das ist krasses Geld, das verdient vielleicht ein Arzt in der Türkei oder ein Ingenieur. Ja, Freunde, dann hat er mir erzählt, der verdient seine 18.000 Lira bzw. 2000 Euro. Hat ein Haus am Strand, verständlich. Und er arbeitet direkt vorm Meer, Alter. Der hat gesagt, ich habe jeden Tag Sonne. Ich habe jeden Tag, ich kann hier essen, ich mache meine Arbeit, verdiene mein Geld hier. Ich habe keine harte Arbeit. Der tut da nur so vermitteln, ja, hi, was willst du fahren, Jetski? Der hat da so seine 4-5 Mitarbeiter, die durch den ganzen Strand rennen. Und der ist sozusagen der Chef von denen halt. Der Kerl hat halt gesagt, wieso soll ich in Deutschland für 1800 Euro jeden Tag mich kaputt machen, wenn ich das auch machen kann. Finde ich zwar auch geil, ist wahrscheinlich nicht so leicht, wie es anhört, aber der Typ sah richtig glücklich aus, also der war voll zufrieden mit seinem Leben. Die ein oder andere Stellenausschreibung mal abchecken und einreisen, wer weiß, was sich so ergibt in der Zukunft. Ja, Leute, machen wir mal weiter. Der Vogelperspektive auf dieses wahre Strandparadies. Platz 3 belegt der Butterfly Valley Beach in Fethiye. Dass die Türkei eine wahre Schatzkammer wunderschöner Strände ist, habe ich ja schon angerissen. Aber nur wenige sind so atemberaubend schön wie diese malerische weiße Sandbucht im majestätischen Schmetterlingstal. Von klaren Saphirmeeren geküsst und von steilen Felsen umrahmt. Das Meer sieht so geil aus. Oh Mann. Wenn Corona endlich mal vorbei ist, Alter, Mann, dann endlich mal wieder so ein normales Leben, rausgehen, Urlaub planen. Man kann zurzeit gar nichts machen. Du kannst nicht mal deinen Sommerurlaub planen, weil du nicht weißt, wann die Scheiße aufgeht. Das ist so scheiße. Ist es ein wirklich unvergesslicher Anblick. Wenn ihr es schaffen solltet, euch von diesem Blick zu lösen, beherbergt das 86.000 Quadratmeter große Schmetterlingstal in der Nähe eine wunderbare Flora. Hervorragende Wanderwege und mehr als 80 Schmetterlingsarten. Ein Ausflug, der es auf jeden Fall wert. Mehr als 80 Schmetterlingsarten, okay, hab ich auch noch nie gehört. Klingt sehr interessant, Alter. In der Tat. Denn diesen Anblick vergisst man nicht mehr. Aber kommen wir nun erstmal zu Platz 2, Kaputash Beach in Kash. Dieses Platz 2, Kaputash Beach in Kash. Hab ich auch noch nie gehört, Mann. Geh ab, Alter, Mann. Es gibt ja richtig Orte, wo ich in der Türkei noch nie war. Dein wahrer Liebling der Reisebroschüren und Aktionen. Kaputash, die legendäre Bucht in der Nähe von Kalkan, in der ein steiler Felsabhang zum Meer von türkischen Gülletbooten unterbrochen wird. Klein, aber fein ist dieser traumhafte Badestrand, eingebettet zwischen hohen Steilklippen.
Türkisblau schimmert das kristallklare Wasser in der winzigen Bucht und der Sand leuchtet honiggelb im hellen Sonnenlicht. Wassersportangebote gibt es zwar nicht, doch mit der blauen Grotte wartet ein kleines Natur... Da gibt's leider keine Wassersportarten. Da hat der Typ keinen Job, ne Spaß. Wunder in nur 500 Meter Entfernung. Rund 30 Sonnenschirme werden am Kaputasch-Strand vermietet und im Gegensatz zu den anderen Stränden entlang der Küste ist Kaputasch keineswegs ein Geheimtipp. In der Hochsaison ist es voll mit Touristen und Einheimischen. Und das obwohl der Strand... Aber sieht so geil aus, richtig hellblaues Meer. Ja, jetzt dort wäre... Es wäre schon toll, wenn man jetzt gerade dort wäre. Und nicht in befestigte Stufen. Doch kommen wir nun zu Platz 1 und damit zu dem schönsten Strand der Türkei. Und das ist der Olympos Beach in Cerale. Der schönste Strand in der Türkei, Olympus Beach, Cirali. Crazy, ich war da noch nie, hab von dem noch nie was gehört, aber sieht mega aus. Ein Paradies, ne? Für Naturliebhaber und Romantiker ist dieser abgelegene Kiesstrand im Olympus Nationalpark. Zwischen Antalya und Kasch an den Ausläufern des Taurusgebirges liegt das unentdeckte Strandparadies, das sich vor allem bei Rucksacktouristen und Aussteigern großer Beliebtheit erfreut. Statt Bettenborgen aus Beton erwarten euch hier familiär geführte Frühstückspensionen mit wenigen Zimmern. Oh, das sieht so hammer aus mit den Bergen und alles. Geil, 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 Mann. Wer an dem sanft geschwungenen Kiesstrand den Badeurlaub verbringt, muss allerdings auf Wassersportangebote und Sonnenschirmverleih verzichten. Wird dafür jedoch mit einem Strandaufenthalt vor der traumhaftesten Bergkulisse der Türkei entschädigt. Was ist denn dein Lieblingsstrand in der Türkei? Hast du vielleicht schon mal in einem der Top 5 Urlaub gemacht? Lass es mich gerne unten in den... Ey Leute, was mich interessieren würde, habt ihr mal von den Ortschaften gehört? Oder beziehungsweise wart ihr schon mal dort? Ich war noch nie da, also ich war fast an jedem Strand, so die man kennt, an Kemer, Antalya, Bodrum, Alanya, Side, Kusha, das war ich. Und von den Sachen habe ich noch nie was gehört. In den Kommentaren wissen und wenn dir das Video gefallen hat, gerne auch ein Like und ein Abo. Das war's für ein Video, Freunde. Macht's gut und Peace. Nice.